Moin moin Freunde und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir gehen jetzt die Söldner-Quest als erstes durch. Wir haben gerade erstmal den Char hier leer gemacht wieder. Jetzt haben wir wieder drei leere Plätze, das ist natürlich sehr nice. Mal schauen aber erstmal, ob eine Söldner-Quest hier klappt. Ui, es hat sogar mal eine geklappt, sehr schön. Aber leider Gottes ist eine relativ schlechte. Die 10er hier, die müssen klappen. Oder die 5er, die wäre auch noch okay. Die hat auch tatsächlich geklappt, da ist eine Monsterkarten-Goldbox dabei. Das ist sehr nice. Und die 12er hat auch geklappt mit 2,3 Millionen XP. Somit haben wir wieder 25%. Das war einfach 0,4% oder über 0,4%. Das ist halt schon echt nicht übel. Hier kriegen wir einen blöden Trank raus. Mal schauen, was wir hier sonst noch so kriegen aus den Truhen. Knäuel und Wolfsfell Plus. Das können wir natürlich absolut gut gebrauchen. Deswegen schmeißen wir sie direkt auf den Boden. Hier kriegen wir eine Truhe des Nemmere. Das ist okay. Und eine Joara-Schatztruhe, die wir jetzt einfach mal öffnen werden und kriegen wir Twillenstar. Die ist Schmutz. Komm, die Nemmere-Truhe öffnen wir auch einfach. Scheißegal. Jetzt kriegen wir einen Telering. Super. Egal, wir brauchen eh neue. Deswegen ist das gar nicht mal so schlimm. Aki, Abpacking verlangsamt. Scheiß drauf, weg damit. Weiter geht's, die Büchertruhen des neuen Pfads können wir wegwerfen. Gucken mal, was wir hier rauskriegen. Was war das? Grünes Glanzfragment und Vio. Hier kriegen wir Erdbeben und ja, eine Stunde Experience. Ist der handelbar? Sehr schön. Können wir den direkt schenken. Nimm ihn an, bitte. Danke. Weiter geht's mit den wichtigen Truhen. Schlangenpolitur dreimal, okay. Geisterbündel und Buch der Präzision. Dreimal, hätte mal ruhig mehr sein können. Weiter geht's mit gegrillte Königskrabbe, violetter Tranki und nochmal violetter Tranki. Gut, dreimal Schlangenpolitur ist gar nicht mal so übel. 30 Kacke pro, so mit 90 Kacke gemacht. Kann man mitleben, hätte besser sein können. Was halt auch wirklich schön ist, mittlerweile haben wir 2597 silberne Okay-Truhen. Die lasse ich auch komplett liegen. Wieso liegt hier ein Kormütisch? Habe ich vorhin außersehen eine aufgemacht? Wieso liegt hier ein Kormütisch? Ich habe keine Ahnung, wir öffnen den. Antiker Saphir. Hä? Was habe ich außersehen aufgemacht? Ich habe eine goldene außersehen geöffnet oder so. Läuft bei mir. Im Übrigen möchte ich nochmal ein fettes Danke dazu sagen. Und zwar der Discord-Server von mir, wo wir, also der Handels-Discord-Server, hat sich schon ziemlich stark gefüllt. Und zwar haben wir mittlerweile schon über 200 Leute hier drin. Also 200 Leute haben bis jetzt die Regeln hier akzeptiert. Bedeutet auf jeden Fall sind hier gerade 200 aktive Leute drin. Und es schreiben halt wirklich mittlerweile sehr, sehr viele Leute hier rein. Also es gibt schon sehr, sehr viele Posts. Falls ihr natürlich auch Interesse daran habt, in einen Discord-Server beizutreten, wo ein bisschen nur, also beziehungsweise nur gehandelt wird, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig, schaut einfach mal rein, vielleicht findet ihr das ein oder andere, was ihr eh schon die ganze Zeit sucht, deswegen kommt einfach mal rein, würde mich freuen, alles dazu findet ihr in der Beschreibung. Mal gucken, ob wir live einen Gaia-Beutel ziehen, wieder ein BDA, ich habe aus dieser Truhe gefühlt nur BDAs gezogen. Was ich tatsächlich auch öfter gehört habe, viele wissen nicht, dass man Schriftrolle des Ortes auch auf Johara verwenden kann. Ja, das kann man tun, deswegen will ich das jetzt einfach hier mal zeigen. Einfach ganz zum Rechtsklick drauf, dann habt ihr einfach die Schriftrolle benutzt. Dann ist sie auch weg aus dem Inventar, wie ihr hier seht. Sie ist jetzt weg. Wenn ich jetzt einfach Rechtsklick wieder drauf mache, habe ich eine neue und dann packe ich sie wieder hier auf meinen Spot hin, wo ich sie halt immer verwende. Und dann stehe ich direkt zum Eingang vom mysteriösen Dungeon. Hier kann ich natürlich keine drin setzen, einfach aus dem Grund, weil ich halt einfach ein mysteriöses Ticket als Eintritt nehmen muss. Das ist halt ein Dungeon und generell Johara ist halt kein Dungeon. Also ich habe erstmal definitiv gar keinen Bock mehr auf Okay-Kartenspiele. Ich habe jetzt gerade eben 200 Sets gemacht und ich habe 13 goldene und 96 silberne gekriegt. Also ein relativ guter Schnitt, würde ich sagen. So gefühlt jede 15. eine goldene. Das ist halt voll und ganz okay, kann ich mitleben. Und ja, die Hälfte waren ungefähr dann nochmal silberne. Ist eine gute Quote, finde ich. Und was wir jetzt auf jeden Fall noch machen werden, ist hier so ein paar perfekte Truhen öffnen. Ich habe jetzt einfach mal 13 Stück hier vorbereitet und mal schauen, was wir kriegen. Sonjedit, Schmiedestahlplatten, nochmal Sonjedit. Schmiedestahlplatten, Rohmetallplatten, Medaille des Drachen, Schmiedestahlplatten. Hallo, wo sind die guten Sachen wie Nachtedit und sowas? Stell mal eine Muschelfragezeichen. Hallo? Präsischmuck? Hallo? Verdammter Kern? Nix? Gar nichts? Was war das? Das war einfach gar nichts. Das war schlecht. Ich habe die Schlangenrüste jetzt mal so ein bisschen fertig gemacht und zwar die restlichen, die ich jetzt noch über habe hier, habe ich ein paar Bonis reingepackt und mit den letzten Switchern, die ich noch über hatte, ja, ein paar Mal gedreht. Hier haben wir zum Beispiel 1,515 Blitz drin, ganz okay. Vierersteine halt reingemacht. Ist alles plus 0 noch natürlich. Hier haben wir dann, naja, Crap-Bonis reingemacht. Also da ist leider nichts reingekommen mit den Switchern. Hier haben wir 1 KTP, 15 Wind, 10 TPA reingemacht. Vor allem bei einer DSS-Dev-Rüstung ziemlich interessant. Da man auf der Schlangenmap halt DSS-Dev braucht, was halt sehr praktisch ist. Da ist die Rüstung eigentlich schon echt gut geworden, muss ich sagen. Habe ich dann für 149 von reingetan. Die ebenfalls für 149, da haben wir 1,5 TP, 10 TPA und 10 Blitz reingekriegt. Auch ganz okay. Und hier bei der letzten ist leider Gottes auch nichts reingekommen. Wie gesagt, ich hatte nur eine begrenzte Anzahl an Switchern und das ist jetzt am Ende bei rumgekommen. Preise habe ich auch nochmal ein bisschen angepasst, jetzt ein bisschen nach unten geregelt. Jetzt ist nicht mehr wirklich viel Spielraum bei den Rüstungen drin, also wenn dann nur überhaupt, würde ich maximal bei den Rüstungen über 100 Wochen
von 10 Won runtergehen und bei denen hier vielleicht so auf 85 und bei der anderen hier auf 75 runtergehen. Ansonsten wird da nicht mehr viel passieren und dann sind wir auf jeden Fall noch im Profit. Ein paar Silbern, okay, habe ich jetzt auch noch reingetan. Die haben wir jetzt mittlerweile über 3000 Stück am Start. Wenn sie nicht weggehen, gehen sie nicht weg, dann gehen sie halt nach dem Event weg. Hier oben haben wir dann noch die andere DSS Deathmap Rüstung, die haben wir für 19 Won noch reingestellt. Ansonsten mal schauen, gucken, wann die erste davon noch weggeht. Und natürlich werden wir uns für das Won, was wir hier kriegen, wieder Okay-Truhen kaufen. Und wie gesagt, nach dem Event werde ich alle verkaufen. Kurz mal fix ein maßgefertigtes Band herstellen. Mal gucken, ob das Ganze klappt. Hier, 3, 2, 1 und fehlgeschlagen. Danke für nichts. Na, wer hat da gesagt, ich krieg meine Schlangenmantel nicht verkauft? Wir haben 139 Won im Shop. Das heißt, eine Sua-Rüstung ist weggegangen. Und zwar die mit 300 Def. Das ist nice. Holen wir uns das Won erstmal ab hier. Ja, das sieht schon ziemlich bescheuert aus. Aber ich opfere jetzt eine Offline-Shop-Seite hier von mir, um gewisse Scam-Items hier, ja, außer Kraft zu setzen. Und zwar habe ich jetzt einige Items hier für ein Won reingetan, die natürlich nicht so viel wert sind als Hinweis. Und zwar werden hier die Items einzeln zum Teil für 6 bis 8 Won verkauft und wirklich an den Mann gebracht, leider Gottes, was ja schon mehrfach erwähnt wurde. Und ich habe jetzt einige Items da von mir geholt von den Gilden-Membern, um eine Seite von meinem Offline-Shop hier zu opfern, um die Dinge dann halt immer nachzulegen. Leider Gottes werden die Dinge auch rausgekauft, also die werden halt trotzdem gekauft, auch von mir. Also ich profitiere trotzdem auf leider Gottes eine Art und Weise hier dran, opfere eine Seite davon. Also ihr müsst wirklich, wirklich aufpassen. Alle Items, die ihr hier gerade seht in dem Shop, sind Items, die womit gescampt wird. Also die werden für 8 Won einzeln verkauft, 8 oder 6 Won, je nachdem wie viel er die anbietet. Also wie gesagt, er will euer IQ dafür haben und tauscht dann 20 Stück gegen euer halbes IQ oder sonstiges. Also passt da wirklich, wirklich darauf auf. Ich werde versuchen, immer nachzulegen, falls irgendwas rausgekauft wird, dass die Items nicht zum Scam genutzt werden. Also bitte, 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 ich sag's mal ein letztes Mal, passt darauf auf. Und der nächste Schlangenmantel ist verkauft. Wir haben wieder 79 Won am Start, die wir nur Kate-Truhen pumpen können. Yippie! Dann schnuppern wir mal rein, was die Söldner-Quests sagen. Ich habe mal wieder ein paar losgeschickt. Die erste hat schon mal geklappt. Sehr nice, das war schon mal eine mit, wie hießen die Kackkarten? Monsterkarten nochmal genau. Und, oh, eine 15er hat geklappt. Das will ich sehen. Die nächste ist eine 10er, die hat leider fehlgeschlagen. Die nächste 15er hat auch fehlgeschlagen. Dann nochmal als letztes eine 12er, die auch fehlgeschlagen hat. Aber eine 15er hat geklappt. Das sind nochmal schöne Truhen hier. Erstmal machen wir die Monsterkarten hier noch auf. Zack, 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 alle auf. Mal gucken, wie viele wir gekriegt haben. 4 Stück, 5 Stück, alle haben mit Monsterkarte rausgeschmissen, das ist doch nice. Ja, das Monsterkartensystem will ich auch irgendwann mal in Angriff nehmen. Mal schauen, aber wann, jetzt erstmal weiter mit den Truhen hier. Wir kriegen raus aus der Unterwelt-Truhe schwer eine Eisenkiste. Danke für gar nichts. Weiter hier mit denen Silberplatten, schwere Gurte, edle Schulterstück und ein Mithril. Naja, das Einzige, was jetzt ein bisschen mal wert war, war das Mithril. Alles andere ist halt Schmutz. Danke für den 3-Stunden-Experience, den kein Mensch braucht. Schwere Gurte wegwerfen braucht man nicht und edle Schulterstück ist auch nichts wert. Jetzt haben wir noch die gute Truhe hier. Mal schauen, was wir da rauskriegen. Labyrinth-Truhe. Truhe Bakyanamu und Truhe Nemerin. Naja, gut, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Leider Gottes nichts Besonderes rausgekriegt. Wäre auch viel zu schön gewesen. Labyrinth-Truhe kriegen wir. Wow, blaue Tränke, der Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, wie viel Glück man haben kann. Ich habe gerade immer aus Versehen auf eine silberne Okay-Truhe gedrückt und ich kriege einfach einen magischen Stein raus. Das ist schon fast dreist. Ich ab jetzt für den Kollegen die schöne Kette hier und zwar hat er eine richtig, richtig geile Nebel-Details-Kette gedreht mit 2 KTP, 10 Crit, 10 Pfeil, 10 MPA und 5 DB. Also das ist wirklich meiner Meinung nach eine der besten Nebel-Details-Ketten, die ich je gesehen habe und ich war live dabei, wie die gedreht wurde. Auf jeden Fall ein geiles Teil. Mal gucken, was der da noch 6 Silb reinkriegt. Auf jeden Fall werden wir sie für ihn plus 8 haben und es hat geklappt. Sehr nice, freut mich für ihn. Und an dieser Stelle war es das mit dem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Lasst gerne ein Like da und ein Kommi. Würde mich an dieser Stelle sehr, sehr freuen. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, wir sind kurz vor 10.000. Das müsst ihr natürlich unterstützen. Ansonsten, falls ihr Tiger Ghost Codes braucht, meldet euch gerne bei mir in Discord. Ansonsten zum Handels-DC findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung. Ja, an dieser Stelle war es das dann. Euer Simply. Ciao, Freunde.